Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Leider können wir die Demo von Asuka ja nicht mehr weiterspielen. Deshalb dachte ich mir, brauchen wir vielleicht auch mal wieder ein neues, anderes Let's Play. Beziehungsweise, was heißt anders? Wir starten in Soul Mask. Kurze Beschreibung zu dem Game. Soul Mask ist ein realistisches Sandbox-Survival-Game. Als quasi letzter Überlebender eines Stammes und mit einer geheimnisvollen Maske gesegnet, kämpfen wir in einem primitiven Land ums Überleben. Wir erkunden, wir bauen, wir rekrutieren Stammesmitglieder und enthüllen eine mysteriöse Welt. Soul Mask ist ab 16 Jahren, deswegen bitte an alle, die noch keine 16 sind, schaltet ab, denn in diesem Spiel kommt drastische Gewalt vor. Also hier nur nochmal als kleine Triggerwarnung, falls ihr das nicht sehen könnt. So Leute, und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß bei dem Game. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt und let's go. So meine Lieben, wir sind hier jetzt auch schon im Startbildschirm von Soul Mask. Wir können jetzt hier auf Spiel fortsetzen klicken, auf Solo oder Freunde, auf Online-Spiel und so weiter. Spiel fortsetzen, ich habe noch keins angefangen, deswegen fällt das jetzt mal flach. Ich gucke jetzt mal, was unter Solo hier so möglich ist. Unser Spielername ist natürlich nicht Unknown, sondern Luni. Beitritt anderer zulassen. Ich denke, das lassen wir jetzt mal aus. Spielgeschwierigkeit. Entspannt. Für neue Spieler, die Soul Mask frei erleben und die Welt ohne Druck erkunden wollen. Einfach für Spieler, die nach einer gewissen Herausforderung suchen und die mit Survival Games vertraut sind. Normal empfohlener Soul Mask Spielmodus. Schwer ist für Spieler, die mit Soul Mask vertraut sind. Meister, endlose Bedrohungen und selbstdefiniert. Da könnt ihr anscheinend hier selber einstellen, wie ihr das Spiel gerne haben möchtet. Ich würde sagen, wir machen es einfach auf normal und gehen dann auf Spiel starten. Oh wow, und da sind wir in der Charaktererstellung. Ziemlich cooles Video. Und wir können uns jetzt hier aussuchen, ob wir männlich oder weiblich sind natürlich. Und of course sind wir weiblich. Kann ich an sie ranzoomen? Ja, kann ich. Wow, die hat ganz schön dicke Boobies, ey. Doink, 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 doink. Ja, vergesst es einfach. Wir können uns jetzt hier eine Gesichtsform aussuchen. Gucken wir uns die mal einfach kurz an. Ja, welche gefällt uns denn am besten oder mir? Gute Frage. Ich glaube tatsächlich die hier. Dann können wir noch eine Frisur wählen. Oh, wow. Was ist denn das für eine Frise? Die hier sieht ziemlich cool aus mit der geflochtenen Frisur. Oder eine Glatze. Jetzt lasst noch mal die hier anschauen. Die ist auch schön. Ich glaube, wir lassen die einfach. Haarfarbe ist schwarz. Dann können wir hier die Hautfarbe auch noch umändern. Und zwar in sehr dunkel und sehr hell. Tja, gute Frage. Nächste Frage. Ich würde es, glaube ich, jetzt mal so machen. Die Körpergröße können wir ändern. Sind wir groß oder sind wir klein? Ja, vielleicht so ein 25-prozentiges Mittelding. Beleibtheit. Aha. Oh, wow. Das ist ziemlich skinny. Ich glaube, so passt es eigentlich schon. Das ist, glaube ich, normal so, oder? Körperfett. Aha. Also kann man quasi die Muskeln definieren oder auch nicht. Ja, ich will eigentlich ganz normal ausschauen. Und wir können natürlich auch die Größe der Brüste ändern. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn man sie ganz groß macht. Deswegen, ja, so ein Mittelding vielleicht. Sollte passen, glaube ich. Okay, dann gehen wir auf weiter. Wir haben hier alles eingestellt, was wir einstellen können.
und haben wieder ein Video. Oh oh. Wann wir das jetzt hier runtergefallen sind? Ja, Tatsache. Warum kann ich die Gesichtszüge einstellen, wenn ich dann eine Maske trage? So, hier können wir auf jeden Fall jetzt unsere persönliche Maske erstellen und wir haben hier drei Möglichkeiten. Ich glaube, dass mir tatsächlich die hier am besten gefällt und zwar nennt sich die Ertragsreichtum. Die Oberfläche der Maske ist mit funkelnden Sternen verziert, die in der tiefen Nacht hell leuchten. Die geheimnisvollen Rundungen der Augen scheinen die Schönheit der Welt um in sich zu tragen. Dann gibt es noch die Eroberungsmaske. Die eng aneinanderliegenden Augenöffnungen sind bodenlos und scheinen alle Sünden der Welt aufzuspüren. Die heftigen, scharfen Zähne haben eine einschüchternde Wirkung. Und Zivilisation, zwei runde Augenlöcher, vermitteln Würde und Pracht. Der leicht geöffnete Mund scheint etwas auf innige Weise zu singen. Und hier haben wir jetzt verschiedene Attribute, die jede Maske so mit sich trägt. Was hat denn die von uns? Datenanalyse optimiert die Genauigkeit der Verarbeitung von Lebenswahrnehmungsinformationen. Flugbahnkorrektur nimmt automatisch eine leichte Flugbahnkorrektur von Pfeilen vor. Jagdatlas, Giftinjektion, absolut konzentriert und Scharfschussmodus. Okay, also scheint mir das jetzt mal wieder eine zu sein, die eher auf Jagen, Bogenschütze und so ausgelegt ist. Die hier ist tatsächlich eine, die meiner Meinung nach für den Nahkampf gemacht ist. Und Zivilisation ist Healer. Genau. Okay, jetzt bin ich natürlich in der Zwickmühle, weil alle drei natürlich super Eigenschaften sind. Aber ich denke, einfach nur, weil mir die am besten gefällt, nehme ich auch einfach die hier. So, welche Maskenfarbe nehmen wir denn? Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Oh, das ist eigentlich auch eine geile Farbe. Und die Pupillen? Leute, 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 Hilfe. Nehme ich, glaube ich, einfach in Grau. Gib deinen Namen ein. Luni. Bestätigen. Oh wow, und wir sind inmitten eines richtig geilen Urwalds gespawnt. So, jetzt lasst mich mal hier irgendwie klarkommen. F9, Anweisungen verbergen. Okay, Page Down, Anleitung überspringen. Aufstieg eines neuen Stammes. Rüste dich mit Waffen, Ausrüstung und Werkzeugen aus. Errichte einen Unterschlupf, rekrutiere Stammesmitglieder, arrangiere Arbeiten, schalte Kontrolle frei, gründe deinen eigenen Stamm. Visiere Sträucher in der Umgebung an und klicke E, um 5-mal zu sammeln. Okay, ist also quasi jetzt eine Anleitung für uns. Dann haben wir unten links natürlich wieder, wenn wir Y drücken, den Maskenknoten Reparatur und Wissen und Technologiereiter. Wir haben eine Bewusstseinsstärke von 2 und brauchen hier jeweils, zum Beispiel hier Bewusstseinsstärke 1. Und wir brauchen einen grünen Kristall, damit wir diese Funktion freischalten können. Okay, da gibt es also auch einige, mit denen wir jetzt natürlich noch nichts anfangen können. Hier können wir Baupläne freischalten, zum Beispiel das Lagerfeuer. Zum Lernen linke Taste gedrückt halten. Okay, jetzt haben wir das Lagerfeuer gelernt und auch hier haben wir Punkte. Wir haben jetzt noch 5, die wir vergeben können. Das heißt, was ist denn noch wichtig? Basisschlachten. Bauplan freischalten.
Das hier erfordert aber wieder eine Bewusstseinsstärke von 4, die wir ja noch nicht haben. Basistischlerei, Bewusstseinsstärke von 3. Okay, das heißt, das müssen wir uns einfach mal merken. Beziehungsweise können wir hier tatsächlich jetzt auch Baupläne freischalten für Fundamente. Das machen wir natürlich. Jetzt haben wir, ich glaube, die können wir alle so einfach freischalten, denn die Punkte sind nicht weg. So, primitive Werkzeuge. Sehr schön. Dann haben wir hier noch die Fackel. Und hier noch primitive Waffen, die wir freischalten können. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Dann haben wir T. Das ist also der Techbaum. O. O sind unsere Charaktereigenschaften. Wir haben Level 1. Wir haben unsere Attribute. Angriff, glaube ich, ist 10. Leben haben wir 100 und so weiter und so fort. Hier können wir unser Können sehen. Das wird wahrscheinlich dann immer alles von Zeit zu Zeit freigeschaltet, je mehr wir halt eben in dem Game machen. Beherrschung, angeborenes Verständnis. Und hier können wir auch übelst viel noch ausrüsten. Gegenstände, Arbeit. Hier sehen wir in unserer Schnellleiste die leuchtende Hüftlampe. Die können wir anlegen mit E anscheinend. Und Fleischbrühe. Haben wir jetzt gegessen? Jetzt haben wir eine Schüssel hier im Inventar. Okay, dann verlassen wir das Menü hier wieder. I, da sehen wir die Mitglieder von unserem Clan, in unserem Stamm und so weiter. Und das war's im Prinzip auch schon. Du hast eine wichtige Anleitung erhalten, bitte sieh sie dir an. Wichtige Anleitung, Liebe aus der Seelenmaske. N, Tutorial und Anleitung öffnen. Okay, ich möchte aber eigentlich keine Anleitung, sondern ich möchte einfach jetzt hier mal losstarten. Ich hoffe, ihr hört das Kopfhörerding nicht, ey. Die sind nämlich gerade am Laden. Und wir haben auch hier die Anzeige, dass die Fleischbrühe jetzt 9 Minuten hält und sie reduziert unseren Wasserverbrauchstempo um 20% und erhöht die maximale LP um 100. Hält 10 Minuten an. Wir sehen dann, wie viel Grad es hat und in welche Richtung wir gehen und natürlich auch die Uhrzeit. Oh, hier können wir was nehmen und zwar einen Stein. Ah, und hier können wir ganz viel Stroh nehmen von der Pflanze und haben jetzt Ernten können auf Level 2. Okay, was können wir hier alles klauen? Weinreben, Faser, Ernten auf Level 3 haben wir jetzt geschafft. Was gibt es denn hier noch so? Kräuter. Also das Lilane sind auf jeden Fall Kräuter. Suche auf dem Boden in der Umgebung nach kleinen Steinen und klicke E, um sie 5-mal aufzuheben. Machen wir. So, 3 Stück haben wir. Hier können wir auch gleich mal einen Ast mitnehmen. Ast, Ast, Ast braucht man immer. Hier ist noch ein kleiner Stein. Und kann man den auch nehmen? Nee, der ist zu groß, aber der müsste gehen. Sehr schön. Jetzt haben wir 20 Erfahrungspunkte bekommen und das Tutorial abgeschlossen. Jetzt heißt es, drücke Tab zum Öffnen des Tascheninterfaces. Genau, hier sehen wir eben, was wir gerade geerntet haben. Hier die Waffen, Ausrüstung, Gebäude und so weiter. Ich könnte jetzt ein Lagerfeuer craften, aber ich denke, wenn, dann vielleicht möchte ich eher eine Steinspitzhacke. Und mit E craftet es dann auch. Und sie ist fertig und wir haben sie hier in unserer Schnellleiste. Gut, was macht denn noch Sinn? Wir könnten noch eine Fackel craften. Die braucht man immer. Und die haben wir jetzt auch hier. Okidoki. Wir sollen aber auch ein Lagerfeuer erstellen. Dafür brauchen wir Baumzweige und Steine. Das heißt, die müssen wir jetzt erstmal nochmal sammeln. N, ich möchte das Tutorial jetzt nicht gerade offen haben. Okay, dann hier noch ein Stein und noch ein Ast. Und dann sollte es eigentlich gehen. Genau, also craften wir uns mal das Lagerfeuer und haben es jetzt hier auf der 6. Das heißt, wenn ich jetzt die 6 klicke, oh, hallo, wer bist du? Ja, dampf lieber ab. Genau, dann kann ich das hier platzieren.
Sehr schön. Jetzt haben wir das Lagerfeuer gemacht und sollen jetzt mit der Steinspitzhacke ein paar Steine sammeln. Okay. Kein Thema. Easy peasy. Super. Jetzt sollen wir uns eine Steinaxt machen. Kein Problem, können wir auch. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Tutorials. Ich erkunde eigentlich lieber immer selber alles, was ich so brauche. Aber vielleicht ist es ja für euch auch interessant, falls ihr eben noch nicht so vertraut mit Survival-Spielen seid. So, und jetzt sollen wir mal einen Baum fällen. Das können wir auch mit der linken Maustaste machen. Wir haben Holzfällen auf Level 2 und Ernten auf Level 4. Und jetzt Holzfällen auf Level 3. Cool. Sehr schön. Was können wir denn eigentlich hier am Lagerfeuer alles machen? Aha. Hier haben wir jetzt die Baupläne und wir können aktuell nichts machen, weil uns halt einfach Zeug fehlt. Also wir könnten jetzt gebratenes Fleisch machen oder gerösteten Mais und so weiter. Das ist auch sehr interessant zu wissen, aber können wir, wie gesagt, ja noch nicht machen. Kann ich mir denn vielleicht irgendwie eine Waffe machen? Machen wir uns jetzt mal die Steinsense. Holzspeer. Den würde ich mir, glaube ich, auch ganz gerne machen. Einfach mal als Waffe. So, sehr schön. Wo war denn jetzt dieses Viech hier? Sollen wir das mal angreifen? Oh, es rennt uns um. Okay, macht nichts. Nein, nein, du triffst mich nicht. Wow. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit aufpassen. Ich will nämlich nicht gleich sterben. Na komm, greif an. Sehr schön. Haben wir auch das erste Tier erlegt. Hier steht auch Erleger Luni, Waffe Holzspeer und so weiter. Und jetzt, wie kann ich es denn am besten häuten? Hier, ein Messer aus Stein, mit dem Tierkadaver ausgeschlachtet werden können. Steine brauchen wir. Wir brauchen Steine. Oh, ich wollte eigentlich den Stein aufheben. Und bitte, Tutorial, geh mal weg. Wir können aber auch einfach unsere Spitzhacke nehmen. Und hier einfach... Oh, das ist Feuerstein. Okay. Aber wir haben auch Steine geerntet. Sehr schön. Dann machen wir uns... wo ist es? Hier, Steinhackmesser. Rüsten uns damit aus. Und... hauen jetzt einfach auf ihn drauf und erhalten jetzt Frischfleisch. Schauen wir, was wir noch gekriegt haben. Bestienfell, Spitzzahn, normales Kadaverstück, Frischfleisch, Bestienknochen, Bestienhaut. Also Frischfleisch ist Nahrung und normales Kadaverstück ist Klasse Tiere. Weiß ich jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Jetzt gucken wir doch gleich mal, ob wir hier, genau, das Frischfleisch können wir herstellen. So, dann machen wir doch gleich alles, was wir haben. Weiß ich nicht, macht das das Lagerfeuer von selbst? Ja, ich denke schon. Okay, dann schauen wir doch einfach nochmal, was wir sonst noch so brauchen können. Eigentlich, glaube ich, haben wir soweit alles. Ich weiß jetzt natürlich nicht, für was wir das dicke Seil brauchen, aber herstellen können wir es auf jeden Fall, genauso wie die Strohkiste. Und dann schauen wir auch mal unter Ausrüstung. Ah ja, seht ihr, für die Ausrüstung brauchen wir nämlich die dicken Seile und groben Stoff. Wo kann ich den groben Stoff herstellen? Hier, dafür brauche ich Fasern, aber es ist noch nicht freigeschaltet. Okay, dann craften wir jetzt weiter einfach mal dicke Seile. Okay, mehr geht nicht. Grober Stoff, da müssen wir dann nochmal gucken, aber vielleicht kann ich das ja irgendwo... freischalten. Gehen wir in Technologiebaum. Also, ich muss dafür weben können, hieß es. Dafür brauche ich aber Bewusstseinsstärke 6. Okay. Dann schalten wir uns den Schreinertisch auf jeden Fall frei. Und das andere hier natürlich auch. Handwerkskunst können wir noch nicht. Basisschleiferei können wir machen. Und Grobstoffausrüstung. Sehr gut. Kann ich denn jetzt vielleicht schon irgendwas machen? Genau, grober Stoff. Super. Easy peasy.
Machen wir uns doch den jetzt mal. Und geht jetzt hier schon irgendwas? Grobe Schuhe. Super, dann haben wir wenigstens schon eine Sache. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Fasern und so. Rechtsklick. Nutzen. Okay. Gut. Dann haben wir ja jetzt schon echt einiges ausgerüstet und hergestellt. Ich möchte mal ganz kurz die Sense ausprobieren. Aha. Seht ihr mal, wie einfach das nämlich hier geht, dann was zu sammeln. Super, und dann können wir, glaube ich, auch schon wieder mehr Klamotten herstellen. Oh, wir haben Ernten auf Level 5. Dann machen wir doch gleich noch mehr groben Stoff. Ah, nein, halt, ich möchte keine Schuhe. Hey, ich habe doch auf... Jetzt habe ich nochmal grobe Schuhe, Mist. Das war nicht geplant. Gut, vielleicht wäre es aber auch an der Zeit, dass wir uns vielleicht auch mal was bauen. Frage war jetzt nur hier, Gebäude, Drohfundament. Dafür brauchen wir dickes Seil. Wir haben doch aber auch schon das andere freigeschaltet, oder nicht? Nö. Okay, dafür brauchen wir jede Menge Seile. Wie spät ist es denn jetzt? 16.58 Uhr. Haben wir eigentlich eine Karte? Natürlich haben wir eine Karte. Ja, sehr schön. Okidoki. Mysteriöse Ruine. Frage ich mich natürlich, wo sollen wir denn unser Lager aufstellen? Sollen wir das am Strand machen? Dann müssen wir nämlich einmal in diese Richtung hier, glaube ich, düsen. Jetzt haben wir halt hier schon unser Feuer stehen, aber egal. Das lassen wir einfach da stehen. Das klaut uns ja, glaube ich, keiner weg. Und dann düsen wir in Richtung Strand und Wasser. Jetzt wollte ich nur noch mal kurz gucken, haben wir irgendwo anders noch eine Wasserquelle? Ja, es gibt tatsächlich Seen. Okay. Wie schaut es denn eigentlich aus mit unserem Hunger und so? Sollen wir mal... Hier, wo ist denn... Ach, shit, jetzt habe ich das Fleisch im Feuer vergessen. Ja gut, okay, wir haben ja auch noch hier die Suppe. Beziehungsweise Fleischbrühe. Wartet mal. Ja, wo ist es denn jetzt, das Wasser? So weit kann es doch nicht entfernt sein. Wie heißen diese Viecher? Ich glaube, Tapir kann das sein. So, ich glaube, hier ist auf jeden Fall schon Sandstrand. Oh, wow. Und die Sonne geht so geil unter. Guckt euch das mal an. Ist das nicht der Wahnsinn? Richtig nice. Ja, wie wäre es dann, wenn wir einfach hier mal eine Hütte bauen? Okay, dann lasst uns mal ganz viele Fasern besorgen. Okay, also dickes Seil, stelle 10 her. Jetzt kann ich ein Strohfundament machen. Machen wir doch auch mal, stelle alles her. Hätte ich jetzt auch drücken können, indem ich F drücke. Gut, dann stellst du jetzt mal ein Strohfundament her. Eine Kiste haben wir uns ja schon gemacht. Dann packen wir uns doch das mal hier drauf und gucken mal, wie das Ganze so ausschaut. Ah ja, interessant. Platzieren wir doch einfach gleich mal. Können wir noch mehr davon machen? Ja, ich glaube 4 Stück macht sie. 4 Stück reichen auf jeden Fall für ein solides Fundament. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das schon mal. Dann möchte ich gerne, dass wir die Kiste hier mal hinstellen. Und dann müssen wir auf jeden Fall ganz schnell weiter ernten. Beziehungsweise kann ich mir irgendwie ein Bett oder so herstellen. Wenn ich jetzt hier mal nach Bett suche. Tatsächlich. Was braucht es? Geseil und Stroh. Und eine Holzplatte. Also ich glaube, das können wir noch nicht machen. Kannst du... Wieso erntet sie das jetzt nicht? Hallo? Ach so, ja klar, Leute. Mein Gott, bin ich doof, weil ich die Spitzhacke in der Hand hatte. Das ist natürlich
Wieder dumm gewesen. Oh, ich habe Heuschrecken. Sehr schön. Dann möchte ich wieder dicke Seile haben und mir damit dann hier Strohtürrahmen einen herstellen, dann eine Strohtür, Grasmatte. Da kann man sich drauf ausruhen, die stellen wir auch her. Okay. Okay, also hier ist unsere Tür. Ja, wo machen wir die denn am besten hin? Hierhin? Ja, machen wir sie mal dorthin. Und wir haben auch die Tür hier. Ich kann sie drehen. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo innen oder außen ist. Ah, okay. Nee, das passt. Sehr schön. Was habe ich mir denn jetzt noch hergestellt? Die Strommatte. Hier. Die packen wir uns mal hier in die Ecke. Und setzen uns hin zum Ausruhen. Ja, sehr schön. Dann essen wir auf jeden Fall was und gucken mal. Wir können also aktuell gerade nichts mehr bauen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich pennen kann oder ob ich überhaupt pennen kann. Weil jetzt ist es schon ziemlich dunkel. Ich meine, ich habe zwar die Fackel, kann auf der Grasmatte nicht verwendet werden. Ja, wie stehe ich wieder auf? Ach so, mit R. Nimm mal die Fackel. Dann sehen wir auf jeden Fall schon mal mehr, aber... Was ist das eigentlich? Giftkäfer. Vielleicht können wir ja hier wieder was freischalten. Ah ja, die Basisweberei. Sehr gut. Dann die einfache. Und das geht noch nicht, aber Basisschlachten. Super. Und wir können ein Leuchtfeuer freischalten. Und ihr seht schon, wenn ich hier runter scroll, wie weit das dann tatsächlich geht. Das haben wir, das haben wir. Das habe ich doch schon, oder? Ah, jetzt hat. Okay, dann haben wir soweit eigentlich auch wieder alles freigeschaltet, was zum Freischalten war. Wir können uns auch mal hier Bandagen machen. Dann können wir uns nämlich mal heilen, weil unsere Gesundheit sieht ja auch nicht so prickelnd aus. Und dann heilen wir uns einmal. Sehr schön. Okay, ja, wisst ihr was? Dann würde ich sagen, wir düsen doch jetzt einfach mal kurz zum Wasser noch und schauen, was da so los ist. Ob man da vielleicht trinken kann oder nicht. Wir sind zwar noch grün, was das Trinken betrifft, aber man weiß ja nie, ne? Was ist das hier für ein Zeug? Was ist das? Kann ich das irgendwie abbauen? Ach, das ist einfach nur Stein und Feuerstein. Ja, okay. Oh, was sind denn das für Dinge? Die müssen wir uns anschauen. Kokosnusskrabbel. Nicht genug Ausdauer. Ja, sowas. Sehr schön. Haben wir das und ein Achievement? Erfolg erzielt. Wo ist denn mein Jagdmesser? Hier, das kann mal dorthin. Zum Glück greift uns die andere jetzt nicht an. Und dann tun wir mal die Krabbe ernten. Okay, super. Sehr schön. Da haben wir wieder Frischfleisch und eine Schale bekommen. Dann können wir doch eigentlich die andere hier auch noch mitmachen. Nice. Jagdmesser. Coole Sache. So. Ich kann das Wasser schon hören. Ich kann es nur noch nicht sehen. Da ist noch eine Krabbe. Hier ist Wasser. Ach ja, ich wünschte, ich wäre jetzt auch am Meer. Richtig geil.
Was hier die Lebenswahrnehmung bedeutet, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Und wir können hier tatsächlich mit E Wasser entnehmen. Wasserentnahme erfolgreich. Okay, haben wir irgendwie ein Gefäß, wo es drinnen ist? Oder? Nee, anscheinend nicht oder noch nicht. Okay, was ich auch noch testen wollte, ist hier. Guck mal, das, was wir schon im Inventar hatten, diese kleine Lampe mit Glühwürmchen. Das heißt, dann kann man auch in der Nacht rumdüsen, ohne dass man in einer Hand die Fackel halten muss. Und was ist denn da hinten? Da scheint es irgendwie zu leuchten. Deswegen düsen wir jetzt da mal kurz hin, bevor ich den Part beende. Und hier sind Seesterne. Kann ich mit denen irgendwas machen? Nö. Na gut, dann halt nicht. Ihr könnt mir ja auf jeden Fall schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet und ob ihr euch das Spiel kaufen würdet oder eben nicht. Mir gefällt es richtig gut bis jetzt. So, wer seid ihr denn? Oh. Okay. Das ist wieder typisch ich. Scheiße. Kommen die da hoch? Nee. Es tut mir leid, Leute. Ich wollte euch eigentlich nicht angreifen. Oh, aua. Bist du deppert? Ja gut, jetzt bleibt mir keine andere Wahl wahrscheinlich, außer die loszuwerden. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ich brauche Ausdauer. Und wir könnten vielleicht was essen. Kommt her. Na los. Ich fühle mich hier sicher. Sehr schön. Dann haben wir sie auf jeden Fall schon mal weg. Er hat halt so ein großes, aua, Schwert, deswegen habe ich vor ihm so ein bisschen Angst. Jetzt komm her. Aha. Bitte verschone mich. Kann ich irgendwie mit... Ich ergebe mich Gnade. Wie kann ich jetzt mit ihm reden? Was ist, wenn ich F drücke? Oh. Hä, was habe ich denn... Einschüchtern. Okay. Hä? Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Ja gut, und was kann ich jetzt mit ihm machen? Ausgestoßener Hauptmenü. Aufheben, Gegenstand ansehen. Ich kann ihm sein Großschwert klauen und seine Hose. Ja, sehr nice. Ist sonst noch irgendwas dabei? Nee. Aufheben. Okay, und was passiert jetzt mit ihm? Er ist ja noch nicht gestorben. So, wie kann ich ihn denn jetzt wieder hinschmeißen? Mit E. Ja gut, weiß ich jetzt auch nicht, was ich noch mit ihm machen kann. Also falls ihr das wisst, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Die haben hier eine Kiste. Da gucken wir doch mal rein. Natürlich nehmen wir alles mit. Ist doch ganz klar. So. Kiste geplündert. Wir können uns gerade leider nichts herstellen. Dann denke ich, beende ich den Part auch an der Stelle. Hier mit unserem Ausgestoßenen. Ich finde persönlich, das Spiel ist mega und es hat jetzt schon ultra Spaß gemacht, das alles zu erkunden, und auch die Grafik finde ich super toll. Klar, es ist natürlich, am Anfang sind es immer viele Eindrücke, die man so hat von einem Spiel, aber mit der Zeit lernt man sowieso erst recht, wenn man eh schon viele Survival-Spiele gespielt hat. Also Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und schaut im nächsten Part auch wieder vorbei. Bis dann, bye!